3 Jahre. 35.000 Seemeilen. Mehr als 30 Länder. Land in Sicht! Neuseeland! Judith und Sönke Röver sind um die Welt gesegelt. 1200 Tage lang. Ohne Anlauf aus dem Stand. Aber kann man dabei jeden Tag ein Samstaggefühl haben? Geht das? Noch 20 Meilen, aber ich glaube, du kannst noch ein bisschen schlafen. Jeden Tag ausschlafen, am nächsten Tag frei haben und nicht arbeiten müssen. Nicht arbeiten? Nun ja, gravierende Rigprobleme, tagelanger Sturm mit meterhohen Wellen sowie eine Kenterung und so manch andere Hürde galt es zu meistern. Und das Herz des Chaos ist hier drin. Hier liegt nichts mehr an seinem Platz. Alles ist durch die Gegend geflogen. Ja, ein großer Spaß war es nicht. Ich hing an der Großschot komplett unter Wasser und dachte nur, ich muss mich festhalten, sonst bin ich gleich weg. Aber die Röwers haben auch paradiesische Orte entdeckt, interessante Freundschaften geschlossen, Neues erforscht und Altes hinterfragt. Und das Glück gefunden.